Durch Bewegung lernt Ihr Kind etwas über sich und seine Welt. Wir fördern seine Entwicklung, vom Baby bis zum Teenager. Anfangs mit Bewegung allgemein. Später kann Ihr Kind ausprobieren, wie es sich am liebsten bewegt. Guten Tag, Sonnenschein. Durch altersgerechte Massage und Bewegungsübungen entwickeln Babys ihre Sinne und knüpfen erste soziale Kontakte. Und die Mütter können sich bei diesem Kursangebot über ihren Babyalltag austauschen. In ein paar Monaten können die beiden zu den Windelfletzern wechseln. Jetzt auf das Kind. 1, 2, 3. Die Windelflitzer entdecken zusammen mit ihren Mamas, was sie schon alles können und was noch nicht. In Spielgruppen mit und ohne Eltern erlebt sich ihr Kind im freien Spiel und wird psychomotorisch gefördert. So, wir wollen heute Detektive spielen. Heute verwandeln sich die Kleinen in Detektive, die spielerisch ihre Welt erkunden. Viele Kinder gehen bereits seit einigen Jahren in die Kindersportschule. Hier haben sie Freunde gefunden. Heute haben die Betreuer der Kinder die Turnhalle mit viel Fantasie in ein Piratenschiff verwandelt. Und Piraten, wie machen die denn immer? Das wisst ihr doch, oder? Nach Lust und Laune können sich die jungen Piraten austoben und lernen dabei ein soziales Miteinander. Bewegt sich ihr Kind gern, wird es später geschützt sein vor vielen Zivilisationskrankheiten. Auch für Sporties, Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, bietet der TV Jahn viele Sportarten an. Gleich nach dem Aufwärmen geht es los. Spielerisch können die Kinder ihre Grenzen austesten und herausfinden, welcher Sport ihnen am besten gefällt. Wollte ein Kind noch vor einem halben Jahr unbedingt Judo lernen, so macht es heute vielleicht lieber beim Geräteturnen mit. Die Sporties können natürlich auch an mehreren Angeboten der Kindersportschule teilnehmen. Als Teenager wird es sich wahrscheinlich für eine oder zwei davon entscheiden. Und wer als Kind Sport mochte, bewegt sich ein Leben lang gern.